Verehrte Zuschauer, eine relativ lange Pressekonferenz, die uns vielleicht ein wenig weitergebracht hat, allerdings weitergebracht hat in Sachen Fragezeichen. Jetzt frage ich den Politiker hier in der Runde. Herr Heveling, sind Sie da jetzt ganz glücklich mit dem, was Sie da jetzt gehört haben? Sicherlich nicht, denn es sind eben ganz, ganz viele Fragen offen geblieben. Ich kann das Dilemma der Generalbundesanwaltschaft auf der einen Seite verstehen. Denn natürlich geht es darum, einen Haftbefehl begründen zu können. Und dazu müssen ganz glasklare Indizien, die sich an juristischen Maßstäben messen lassen, vorliegen. Aber es sind eben doch erhebliche Zweifel deutlich geworden. Und das heißt, es muss mit Hochdruck weitergearbeitet werden, um klarzumachen, wie die Zusammenhänge sind. Und da sind eben ganz viele Fragen bisher noch offen. Nun ist der Bürger, nun ist der Fernsehzuschauer natürlich ein bisschen verdorben durch die amerikanischen Kriminalserien. Und wir glauben immer, das ist alles in einer halben Stunde zumindest aufzuklären und abzuarbeiten und auch Spuren, die gesichert sind, abzugleichen. Jetzt dauert das alles schon einige Stunden. Nun wissen wir momentan fast noch gar nichts. Eigentlich ist alles wieder auf Null gestellt worden. Es ist allerdings auch nichts zu hören von einer groß angelegten Fahndung nach eventuell dem noch flüchtigen Täter, wenn man nicht den richtigen hat. Was können Sie jetzt sagen, wenn der Zuschauer fragt, ja, wie sicher sind wir denn in Deutschland? Was spricht diese Pressekonferenz, was sprechen diese Daten und diese Ermittlungsergebnisse nach nun einem Dreivierteltag für eine Sprache? Bei der Pressekonferenz ging es ja in der Tat um Ermittlungsergebnisse, das heißt die Aufklärung dessen, was geschehen ist. Da erwarten wir, die Politik, aber genauso wie die Öffentlichkeit, dass natürlich schnell und mit Hochdruck gearbeitet wird, um Klarheit zu bekommen, was ist geschehen. Gleichzeitig ist aber auch der andere Punkt, was Sicherheitsmaßnahmen angeht. Da geht es ja nicht um die Frage der strafrechtlichen Aufarbeitung, sondern wie werden Sicherheitsmaßnahmen jetzt weiter erhöht. Und da haben die Innenminister ja heute auch schon ganz deutlich gemacht, dass etwas geschieht. Gut, das ist der zweite Punkt. Wir haben zwei Handlungsstränge. Genau. Wir haben die Sicherheit für den Bürger. Wie wird die jetzt gewährleistet aufgrund auch der neuen Lage und der neuen Lageeinschätzung? Das andere ist, wir haben einen Generalbundesanwalt, der teilweise lächelnd erklärt, dass er eigentlich nicht so viel weiß und gar nicht so viel sagen kann und uns versucht irgendwie zu beruhigen oder irgendetwas dergleichen. Das ist, wenn wir mal jetzt davon ausgehen, dass es auch noch ein terroristischer Anschlag gewesen sein könnte, der Staatsfeind Nummer eins derzeit, um den es geht. Um es mal jetzt plakativ runterzubrechen. Das ist richtig und das ist ja auch der Grund, warum der Generalbundesanwalt, die Generalbundesanwaltschaft die Ermittlungen jetzt an sich gezogen hat und eben auch die Expertise insbesondere des Bundeskriminalamts jetzt ja mit in die Ermittlungen einfließt. Es ist eine Person festgenommen worden, das haben wir ja gehört, die Tat abstreitet. Das heißt, es wird jetzt offensichtlich der Versuch unternommen, mit anderen Indizien zu arbeiten, um sie so beweissicher zu bekommen, dass die Frage eines Haftbefehls, und da ist eben 24 Stunden Zeit, das ist das, was unsere Strafprozessordnung vorgibt, so sicher zu bekommen, dass der Bundesgerichtshof, der Ermittlungsrichter beim Bundesgerichtshof einem solchen Haftbefehl auch zustimmt. Aber dazu müssen jetzt offensichtlich noch mit Hochdruck Untersuchungen vorgenommen werden, kriminaltechnische Untersuchungen, weil es eben erkennbar, jedenfalls nach den Äußerungen aus der Pressekonferenz, noch keine ganz klare Beweiskette gibt. Ja, und jetzt schauen wir uns den anderen Handlungsstrang nochmal an. Da kommt der Politikwissenschaftler natürlich auch wieder mit ins Spiel. Haben Sie jetzt vielleicht auch eine Forderung, nicht nur an die Damen und Herren in der Politik, sondern auch in den Sicherheitsorganen dieser Republik, vielleicht noch eine Schippe draufzulegen? Also es ist heute von den Innenministern ja vereinbart worden, dass die Polizeipräsenz deutlich erhöht wird. Das zeigt, die Innenbehörden der Länder, die Polizeien machen eine ganze Menge jetzt mehr noch. Das ist wichtig, auch mit Blick auf das, was der Präsident des Bundeskriminalamts ja angesprochen hat. So eine Tat löst auch möglicherweise Nachahmungstatversuche aus, um da deutlich zu machen, dass jetzt unsere Staatsorgane, unsere Sicherheitsorgane ganz besonders wachsam sind, werden die Maßnahmen jetzt eben hochgefahren. Und das ist auch dringend notwendig. Das ist dringend notwendig, sagen Sie. Das halten wir mal fest an dieser Stelle. Herr Professor Jäger, wenn Sie das gerade auch gehört haben, die handelnden Personen bei dieser Pressekonferenz,
Es hat eine gewisse Leichtigkeit mitunter, manchmal auch eine gewisse Ernsthaftigkeit. Ist das angemessen? Ist das das, was Sie jetzt erwarten nach solch einem Ereignis von gestern Abend mit 12 Toten und etwa 50 Verletzten? Es war eine schwierige Pressekonferenz für diejenigen, die Rede und Antwort stehen mussten, weil sie eigentlich im ersten Satz gesagt haben, dass sie von einem Anschlag mit terroristischem Hintergrund ausgehen und danach sagen mussten, mehr wissen wir eigentlich nicht. Und man fragt sich dann, wenn sie mehr nicht wissen, wie sie denn zu dieser Schlussfolgerung kommen. Denn der terroristische Hintergrund ergibt sich ja aus dem Motiv des Täters, nicht aus der materiellen Tat heraus. Und zum Motiv des Täters kann nichts gesagt werden, weil sinngemäß gesagt wurde, wir wissen nicht, ob es einer war, wir wissen nicht, ob es eine war, wir wissen nicht, ob es mehrere waren, wir wissen nicht, ob es der jetzt Festgenommene war, wir wissen nicht, ob es einer oder mehrere waren, die jetzt entweder noch in Berlin oder ganz woanders in Deutschland oder gar nicht mehr in Deutschland sind. Und das lässt natürlich alles ziemlich ratlos zurück, wenn man Sie das haben verbindet. Die Ratlosigkeit jetzt wunderbar zusammengefasst, eigentlich schlimmerweise zusammenfassen müssen als Politiker, wenn Sie jetzt mal für den Moment einen Strich drunter machen. Wir wollen nicht ins Spekulative abgleiten, aber ist es alles möglich, Ermittlungen in alle Richtungen? Was heißt das für Sie jetzt, wenn Sie das jetzt bewerten sollen, was da jetzt gelaufen ist bisher? Das bedeutet vor allem, dass was die Frage politischer Schlussfolgerungen angeht, wir natürlich noch ganz am Anfang stehen, weil wir über die konkrete Tat tatsächlich zum jetzigen Zeitpunkt noch außerordentlich wissen. Eben die Motivationslage völlig unklar ist. Aber Sie ahnen wahrscheinlich schon. Auch das ist etwas, was wir aus anderen Tatzusammenhängen durchaus auch kennen. Aber es geht dann eben darum, durch Umfelderkenntnisse möglichst schnell auf die Motivation zu kommen. Mhm. Es ist relativ selten, dass man die Motivation unmittelbar aus dem Täter heraus sehen kann. Aber dafür gibt es eben weitere Indizien, weitere Ermittlungen, weitere Erkenntnisse, die gewonnen werden. Und da gehe ich mal davon aus, dass mit Hochdruck daran gearbeitet wird. Aber offensichtlich ist bisher der Erkenntnisgewinn für die Sicherheitsbehörden an der Stelle noch relativ dünn. Es ist so, wie es ist. Wir schauen mal noch auf die Zeit danach. Auch Mutmaßung, aber befürchten Sie da eine politische Diskussion, die Ihnen nicht ganz recht sein kann, von Seiten auch der Regierungsparteien? Der Bundespräsident hat es im Grunde angesprochen. Der Staat muss die Sicherheit gewährleisten. Und das ist jetzt das, wo es entscheidend darauf ankommt. Und da müssen jetzt alle in der Regierung, müssen die Sicherheitsbehörden jetzt sich darauf ganz fest fokussieren. Und das ist sozusagen die entscheidende Frage für die weitere politische Diskussion auch. Ja, lass mal das mal als Schlusswort für dieses Gespräch jetzt an dieser Stelle stehen. Mit dem Hinweis, Dankeschön an Sie, Ansgar Heveling, Vorsitzender des Bundestagsinnenausschusses, dass Sie bei uns im Studio waren, meine Damen und Herren. Wir schauen mal darauf, dass es eben nicht nur so eine singuläre Angelegenheit war, das, was wir gestern Abend eventuell erleben mussten, diese Tragik von Berlin, ob sie ein Anschlag, ob es nun ein Anschlag war, ein terroristischer Anschlag und ein Unfall, das können wir ja mittlerweile wahrscheinlich sogar schon fast ausschließen, aber selbst da sind wir uns ja nicht ganz sicher angesichts der Lage der Informationen, die wir haben.